Willkommen zurück, Leute, an der Rainbow High, wo der Zickenkrieg tobt. Wir haben uns mit unserer BFF gestritten und deswegen haben wir eine Illustration für sie gemacht, indem wir eine Sonne auf ein paar Wolken draufgeklatscht haben. Und das war dann eine Illustration. Ich überlege gerade wirklich, ob das wirklich das Echte gewesen ist. Doch, es war so. Okay, ich gehe mal hin und zeige ihr mein tolles Werk. Ich spreche mit ihr. Wie lange bist du schon hier? Ewig. Hi, Vi. Ich war vorhin in der Student Lodge und habe das hier gesehen. Moment mal. Du hast etwas gesehen, das dich an mich erinnert hat? Und wolltest es für mich animieren? Oh, ich bin eine schlechte Freundin. Ja, bist du. Geh weg. Violet, hör auf. Du bist keine schlechte Freundin. Es ist nur so, dass wir manchmal nicht einer Meinung sind. Ja. Tut mir leid. Ich fühle mich mies, weil ich dich gezwungen habe, mir zuzustimmen. Und weil ich nicht auf deine Meinung gehört habe. Naja, jetzt hörst du ja zu. Es tut mir so leid, Sunny. Entschuldigung angenommen. Okay, ich bin nicht böse, wenn du nicht böse bist. Und ich bin nicht böse, wenn du nicht böse bist. Das ist toll, Herz-Emoji. Oh, sie haben sich wieder lieb. Oh, ist das toll. Aber ich will Zickenkrieg auch wieder haben. Können wir das auch nochmal machen? Die anderen waren doch auch irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Oh nein, ich war wegen des Streits so aufgebracht, dass ich ganz vergessen habe, meinen Artikel über Modetrends einzureichen. Oh Gott, was stand denn da drinne? Wenn man am besten den Mund offen hält, wenn man redet. Es ist mein allererster. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Der Scene Room befindet sich im Atrium. Oh, jetzt bin ich eine andere. Wo ist Sunny denn hin? Ah. Och nein. Ich habe Sunny gerade gemocht. Ich wollte sie doch noch abschminken, um zu sehen, was drunter ist. My girl, was? Genau, da ist Sunny. Arbeite am The Scene Magazin. Der The Scene Magazin Raum befindet sich im Atrium. Alles klar. Das heißt, ich muss jetzt hier weg, oder? Ich guck mal kurz auf die Karte. Genau, im ersten Stock ist er. Wir gehen also in den ersten Stock. Sunny, ich muss jetzt gehen. Es ist ganz, ganz wichtig. Wir können nachher nochmal über unsere Für und Wider sprechen, schwatzen, wie auch immer. Und wer bist du denn? Sparkle. Guten Morgen, Vi. Ist aber sehr ernst. So, ich kann es nach oben, ne? Ich habe keine Zeit zu... Ah, nee, also erste Stock ist runter. Ach so. Entschuldigung, ich kenne mich hier noch nicht so aus, weißt du? Ich brauche nur einen Lageplan. Ich sollte vielleicht auch mal jemanden daten, der sich hier auskennt, nur um mir auszuquetschen. Okay, der Scene Room ist in der Mitte des Atriums. Ich sollte mich beeilen. Jetzt, hurry! Aber mit den Schuhen kannst du nicht schnell laufen. Oh, was ist das denn? Hä? Hat da jemand seine Dreckwäsche stehen lassen? Ein Kopf voller schmutziger Wäsche? Igitt? Ekelhaft. Jemand hat seine dreckige Wäsche hier gelassen. Boah, wie kann man nur? Oh, das ist meine. Ja, habe ich am Geruch erkannt. An dem Aussehen war das nicht ganz so machbar, aber hat dann doch ein bisschen nach mir gerochen. Da ist das Einhorn wieder. Vom Intro. Oh, schön. So, ich muss ins Atrium. Das ist das Café. Guck mal, das hat jemand kaputt gemacht. Ein Rainbow Dream Neon, das ist nicht eingestöpselt. Ich kann es kaum erwarten, ihren neuen Song zu hören. Die haben sogar Songs. Oh, können wir hier ganz viele Songs hören und mitsingen? Oh, da hätte ich auch voll Bock zu. Ganz, ganz laut mitgrölen. Gibt's hier was von Helene Fischer? Die war bestimmt auch auf dieser Schule, so wie die aussieht. Also das meine ich natürlich überhaupt nicht wertend, Leute. Ich finde ja, Helene Fischer macht, ne? Ganz, ganz fantastisch sieht die aus. Großes, großes Lob an die. Ja, wir gucken uns natürlich erstmal hier kurz um. Backstage-Bereich. Oh. Genau, da war nichts. Wie komme ich? Ach da, warte mal. In die Räume habe ich noch nicht geguckt, ne? Hier könnte das Study Room und... The Scene Magazinraum, da gehen wir rein. Alles klar. Da schreiben wir jetzt erstmal was ganz Tolles. Was mein ist denn Computer momentan so trendy? Steht auf dem Tisch. Sehen wir mal darauf nach.
Was ist denn momentan so trendy, wie man sich anzieht? Ich habe gehört, die 90er kommen wieder zurück, was die Klamotten angeht. Die an den Buffalo-Schuhen von der Sunny hat man es ja auch gesehen. Schlaghosen, wie sieht es damit aus? Wir nannten sie damals Schlaghosen, weil jedes Mal, wenn du sie angezogen hast, hast du einen Schlag auf die Fresse gekriegt, wenn du als Junge mit rum aufgetaucht bist. Als Mädchen durftest du das. Nein, Jungs durften das auch. Aber es war tatsächlich, glaube ich, mehr bei den Mädchen vertreten. Es sieht so aus, als bräuchte man ein Passwort. Und das hast du nicht? Dann ist es nicht dein PC. Ich brauche ein Passwort. Ich muss ein Passwort finden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist das meistgesuchte Passwort. Also meist benutztes Passwort. Ist wirklich so. Das ist immer noch so. Leute, denkt bitte dran. Sichert eure Daten. Ich wurde schon gehackt. Du solltest dich beeilen, wenn du deinen Artikel rechtzeitig einreichen willst. Kannst du mir ja helfen, anstatt blöd zu quatschen. So unfreundlich hier. Da bin ich doch die Freundlichkeit in Person, du Arschgeige. Entschuldigung. Wobei, das Passwort könnte auf dem Zettel da stehen, ne? Genauso sicher wie alle anderen. Ist das Passwort für den Computer? Ja, das ist sehr wichtig, dass man das auf den Zettel schreibt und irgendwo ganz groß hinpackt. 4587. Auch noch mit einer schönen Zeichnung. Das ist das Passwort für diesen Computer. Auch noch den PIN-Code für mein Online-Banking reinpacken am besten. Super. Sonst vergesse ich das ja auch noch. Ich kann mich in den Computer einloggen und den Artikel versenden. Okay, Moment. Ich verwende es. Das Passwort lautet 4587. Ich habe schon gerade Angst gehabt, dass ich das eigentlich hätte auswendig lernen müssen, weil ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Aber bei solchen Spielen musst du das generell eigentlich eher nicht auswendig lernen. Also 4587. 4587. Ich hätte jetzt auch raten können, ne? Fertig. Fashion Trends Artikel gesendet. Was jetzt schon? Nur durchs Passwort eingeben? Was ist denn der Trend apropos aktuell? Modetrends. Posted? Ruby schneidet Kleidung nach Maß. Und die ist richtig genial. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich mit ihr versöhnen kann. Ich gehe ins Fabric Studio und sehe mal, ob ich finde, was ich brauche. Dann ab ins Fabric Studio. Kann ich mir sonst noch hier umgucken? Oder? Nee, ich glaube, hier gibt's nichts, ne? Genau, wir wollen uns ja alle wieder versöhnen. Diese Streitereien, die sollen hinter uns gelassen werden. Es ist wichtig, dass wir uns alle lieb haben, ne? Genau. Wer weiß, wann man mal eine Niere braucht. Und wenn man dann Freunde hat, die zwei Nieren haben, dann kann da eventuell was bei rauskommen. Dort lagern wir die coolen Sachen oben. Oh, was? Spinde. Sammelobjekte. Finde den Code in der Umgebung und öffne den Spind, um Diamanten zu erhalten. Wähle die Ziffer und markiere sie, indem du Ziffer markieren drückst. Vergiss nicht, Intro zu drücken, nachdem du den Code eingegeben hast. Ich soll Intro drücken? Okay, alles klar. Aber ich muss erstmal den Code finden. Der steht bestimmt hier auch irgendwo am Spind direkt daneben irgendwo draufgekritzelt. Oh, guck mal, meine Beefy. Hallo, Beefy. Wusstest du, dass Skylar in der Junior High School die Kostüme für das jährliche Musical der Schule gemacht hat? Danke, Beefy. Ach, guck mal hier, da ist noch was. Also Sachen zum Sammeln finde ich immer super. Aber das Passwort fände ich noch super rarer. Nee, okay, das geht hier so nicht. Wobei hier steht 1911. Vielleicht ist das ein Passwort. Durchaus möglich, ne? Also es könnte rein theoretisch sein. Aber nee. Da hängt eins. Es hängt wirklich am Spind, Leute. Ist das peinlich. Ist das ein Notizzettel? Och Gott, Leute. Ein Notiz, auf der ein Code steht. 0408. Was, aber was? LM und dann Ausrufzeichen? Links, Mitte oder was? Nee. Es das ist ein Rätsel. Als würde jemand oft sein Passwort vergessen. Ja. Also 0408 war es, ne? Warte mal. Ist das ein Notiz? Müssen wir kurz... 0408 müssen wir uns merken. Es wäre ein bisschen arg billig, wenn das jetzt hier wäre, ne? 0408. Tatsächlich, es ist das. Und ich gehe an fremde Spinde. Ich bin ja genauso ein Arsch. Ich klaue die Diamanten von anderen Leuten. Oh mein Gott, ich bin so ein Monster. Ja gut, aber gut.
einerseits haben sie es verdient, wenn sie es schon so offensichtlich machen. Andererseits bin ich ja auch ziemlich böse, dass ich das wirklich auch es ausnutze, ne? Pass auf, dass du nicht hinfällst mit den Schuhen, ne? Oh, da unten liegt noch was. Oh, da liegt was Süßes. Eine Perücke. Oh, ich muss unbedingt mein Outfit wechseln. Das will ich ganz, ganz dringend machen. Wir gucken uns um. Hier ist noch, guck mal, hier ist noch Zeug. Ein pastellpinker Koffer mit passender Tasche. Oh, das wollte ich schon immer mal haben. Was macht Bellas Koffer hier? Ist sie von der Pacific Coast zurück? Oder ist sie von der Schule geschmissen worden? Die darf nicht mehr kommen. So, warte, ich wollte kurz die Spinde prüfen. Was müssen wir denn sonst machen? Das Fabric Studio befindet sich auf dem obersten Flur. Das sind aber alles nur hier normale Zimmer, ne? Das ist nicht das Studio. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da hinten lang laufen. Wobei, ich kann da gar nicht hin. Wo ist denn das Studio? Hast du das? Da sollte ich nicht. Ja, eben. Die Frage ist nur, wo ist das Studio? Studio Nummer 2? Konzentrier dich, Violet. Ja, ist ja gut. Hätte sein können, dass die Nummer 2 das ist. Raum 92? Raum 93? Auf die andere Seite komme ich halt nicht. Oder habe ich schon wieder irgendwas übersehen? Nee. Boah, Leute, das ist voll schwierig, das Spiel. Fabric Studio. Oh, Entschuldigung. Ich wusste die Nummer nicht mehr. Von dem Zimmer. Zimmernummer. Room Number. So. Da sind sie ja. Jetzt muss ich nur noch Rubys Lieblingsstück finden und fotografieren, damit ich es ihr schenken kann. Okay, das mache ich. Das wird ihr gefallen. Ja, da bin ich mir sicher. Was ist denn ihr Lieblingsstück? Hier, guck mal da. Das sieht aus wie ein Boot. Als Kleid. Was ist denn ihr Lieblingsstück? Oder hier, das Ding zum Drehen. Wieso kann man einen Schrank drehen? Ich bin mir nicht sicher, ob Ruby dieses Logo gemacht hat. Hm. Oh, da ist hier noch ein Junge. Wer bist du? Emerald. Unter all den Designs von Ruby gefallen mir ihre Sneaker am besten. Okay, alles klar. Wir suchen Sneaker. Danke, Beefy. Oh, da... Nee, das sind aber keine Sneaker. Ich liebe diese Schuhe. Ruby, stehen sie wirklich gut. Dann sind das bestimmt die richtigen, Leute. Schau dir das individuelle Kleid an. Okay, schau dir das individuelle Kleid an. Aber die Schuhe... Wir haben doch schon die Schuhe gefunden. Ist es das hier hinten mit dem Sticker drauf? Oh. Das gehört Skylar. Ach so. Ja, Entschuldigung, nein. Dieses Kleid ist echt cool. Ja, das ist so cool. Ich glaube, das ist alles, was ich finden werde. Ich weiß ganz genau, welcher mein Favorit ist. Ja, er ist mein Favorit. Er ist mein Beefy. Kann man auch ein Date machen oder so? Ich meine, er ist jetzt gerade da, wir sind alleine. Wir können doch einfach mal ein bisschen flirten oder so. Na? Wie flirten Teenager heutzutage? Ach so, ah, Brust raus. Ich hab's ganz, ja, verstanden, Entschuldigung. So flirtet ein Teenager heutzutage. Stellt sich einfach vor einen Jungen und... Hab ich verstanden. Okay. Was soll ich jetzt nehmen? Schieße ein Foto vom besten Gegenstand. Ich glaube, es ist der Schuh. Ich schieße ein Foto damit. Drücke Fotoschießen zur richtigen Zeit, um das Foto aufzunehmen. Stelle sicher, dass das Objekt sich im Bild befindet, um das beste Foto überhaupt zu schießen. Okay, ich bin bereit. Ich habe Angst. Es ist Timingssache und da bin ich ganz schlecht in sowas, ne? So, die Schuhe. Schieß ein Foto. Oh Gott, Hilfe! Timing! Wie schnell geht das? Ach so! Ich sollte... Ach so, ich dachte, ich jetzt alles fotografieren. Ich muss auf die Schuhe warten, ich Trottel. Okay, warte, ich warte auf die Schuhe. Leute, ganz wichtig. Nein, das ist nicht die Schuhe. Das auch nicht. Das auch nicht. Warte, wann kommt denn ein... Ah, hier. Da ist der Schuh. Oh, das war ja eine knappe Geschichte. Ich habe nur 3 Leben übrigens, ne? Wieso muss ich den Schuh 3-mal fotografieren? Ach so, weil es 2 Schuhe sind, muss ich 2 Fotos machen. Aber wieso das dritte? Da muss ich was anderes nehmen, oder? Nochmal das Tagebuch. Teddy, Tasche, Schuh. Boah, die gehen aber manchmal echt schnell voran, ne?
Aber was ist für eine Logik? Wer fotografiert denn solche so die Sachen? Ich schwenke einfach mal die Kamera durch die ganze Gegend und drücke dann irgendwann, wenn ich Glück habe, mal auf den Knopf. Bestes Foto aller Zeiten. Geben wir es Ruby. Ich glaube, sie ist in der Cafeteria. Ja, schauen wir mal. Los, ab zu Ruby und dann gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Nein, in eurem Alter trinkt man noch keinen Kaffee, da trinkt man Monster. Oder Gönnergy. Gönn dir, Mädchen. Ne? Montana Black. Okay, Ruby arbeitet definitiv als Kellnerin. Und zwar im Regenbogencafé, einem Ort, an dem man Dinge kaufen und rumhängen kann. Das, was Mädels alle haben wollen. Dinge kaufen und rumhängen. Es ist gleich hinter der Statue. Was ist das eigentlich für ein Klischeespiel? Da, bevor Ruby geht. Okay, ja komm. Schnell ins Café, bevor Ruby verschwindet. Ist ganz wichtig. Falls der Kaffee kalt wird, ist das auch noch eine riesengroße Tragödie. Ich trinke selbst übrigens auch keinen Kaffee und keine Energy Drinks mehr. Ich lebe jetzt nur noch gesund. Glaubt mir sowieso keiner. Dafür esse ich ganz viel Süßkram. Eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so viel, aber halt, ich bin eigentlich so eine Naschkatze. Ich habe mal Karamellkaffee probiert, das war das voll eklig. Das ist die Tür zur Cafeteria. Also selbst Karamellkaffee kriegst du mich nicht damit mit sowas. Oh, aber der Baum ist cool. Mitten in der Schule noch so ein großer Baum, das finde ich extrem geil. Aber hier ist alles so gestriegelt und gebügelt irgendwie. Ich finde das ein bisschen überkandidelt. Weil, weiß nicht, würde ich mich voll unwohl fühlen. Angst, dass jederzeit was kaputt machen könnte. So, wo ist Ruby? Ruby ist bestimmt die mit den roten Haaren, oder? Allein schon wegen Rubinrot, ne? Oh, hey Violet, ich arbeite gerade. Ja, vielleicht will ich ja was bestellen. Hey Ruby, ich war im Fabric Studio und habe das für dich gemacht. Wirklich? Oh Violet, das war doch nicht nötig. Doch, das war es. Sunny hat mir gesagt, dass ich mich manchmal wie eine schlechte Freundin verhalte. Und ich glaube, sie hat recht. Die Tatsache, dass du das gemacht hast, zeigt mir, dass ich dir wichtig bin. Du bist eine gute Freundin. Ich wollte dir sagen, dass ich deine Arbeit toll finde und sehr schätze, was du machst. Danke, Vi. Wirklich nett, dass du das sagst. Wirklich? Auf jeden Fall. Aber ich arbeite jetzt besser weiter. Wir reden später. Aha, und schon sind sie wieder Busenfreundinnen. Das heißt so. Ich kann nicht glauben, dass Violet das für mich getan hat. Super nett von ihr. Es ist wohl an der Zeit, dass ich mit Poppy rede. Ich habe eine Idee. Aber zuerst muss ich meine Arbeit zu Ende bringen. Sehen wir uns mal die Bestellungen an den Tischen an. Die wollen sie alle immer sofort entschuldigen. Aber wenn jeder so denken würde, das wäre eigentlich ein schönes Leben, oder? Ein schönerer Ort wäre die Welt. Wenn jeder denken würde, jetzt hat sich jemand bei mir entschuldigt, jetzt muss ich mich bei jemand anderen auch entschuldigen. Und wenn das dann so einen richtig großen Rattenschwanz mit sich zieht, positiven Dingen natürlich, jetzt nicht negativ. Also wenn dir jemand ans Bein pisst, pisst nicht jemand anderen ans Bein, nur im positiven Sinne gesehen, dann wäre das eigentlich auch eine schöne Sache, oder? So, ich nehme mir mal die Bestellungen entgegen. Aber die sieht schon angepisst aus. Die wartet schon seit Ewigkeiten auf ihr Zeug. Aber ich komme nicht ran. Ich kann den Zettel leider nicht nehmen. Es tut mir leid. Muss ich... Ah, hier, Bestellung. Hier ist eine Bestellung. 1 Croissant. Okay, alles klar. Hat die extra ein Croissant da drauf gemalt? Daphne will also ein Croissant. Na los! Hat die ernsthaft ein Croissant da drauf gemalt, um eins zu bestellen? Wie viel Arbeit man sich macht, um ein Croissant zu bestellen? Wo ist denn das Croissant? Ich weiß nicht, wo die sind. Muss ich erst eins backen? Ach, hier. Ach, da steht schon eins. Da steht ja schon bereit. Das geht direkt an den Kunden. Ja, eben. Okay. Los geht's. Wo habe ich es gerade in die Tasche gesteckt? Das ist aber eine neue Art von Kundenservice. Los, hol's dir mal aus der Tasche raus. Hier. Die hat echt einen Reißverschluss aufgemacht und das gehört. Bzipp. Hier ist mein Croissant aus meiner Bauchtasche. Das ist auch noch extra warm, kommt direkt aus dem Ofen. Okay, ja. Muss ich mit ihm sprechen, oder? Ich spreche mal mit ihm. Vielleicht hat er nicht gemalt.
Ich hatte gerade Art of Music Unterricht. Den mag ich. Dort treffen Musik und Kunst aufeinander. Oh, das ist ja cool. So. Vergrößere Bestellung 2, um zu wissen, was du vorbereiten musst. Ist das hier Bestellung 2? Tatsächlich. Ich muss es der Reihenfolge nachmachen. Mal sehen. Okay. Wir brauchen 2-mal einen Fruchtsaft, obwohl sie alleine sitzt. Mit Erdbeeren, mit Zitronen und fertig. Boah, das wäre ganz sauer. Ich glaube, ich werde das Schneidebrett benutzen müssen. Das ist ganz schön sauer, ne? Also sie ist eh schon sauer, weil sie halt das Trinken nicht so rechtzeitig kriegt. Vielleicht wurde sie versetzt und ist deswegen so ein bisschen angepisst. Sieht so ein bisschen mürrisch aus. Bestellt 2 Getränke, damit nicht auffällt, dass sie versetzt wurde. Boah, das ist ja krass. Es scheint, als müsste ich es auf dem Schneidebrett mit etwas anderem verwenden. Okay, warte, ich muss erstmal das Schneidebrett verwenden. So. Ich muss hier 2 Zutaten reintun. Okay, das heißt, wir nehmen einfach mal die Erdbeeren. Oh, die sehen voll lecker aus. Aber warum sind die so groß wie die Zitronen? Das irritiert mich. Ich mache mal Erdbeersmoothies. Erdbeer-Bananen-Smoothies. Wenn ich die auf dem Schneidebrett zerschnitten habe, ist die servierfertig. Wobei du eigentlich alles zum Smoothie machen kannst, ne? Ich schmeiß da auch Ananas rein, Birne, was man halt so da hat an Resten und sowas. In den Smoothie kannst du eigentlich alles reinschmeißen. So. Wer jetzt geschnibbelt. Cooking Star Restaurant lässt grüßen, oder? Kein Minispiel? Och, schade. Das gehört Emmy. Ja, aber 2-mal, oder? Oder war das nur wegen Spielstellung Nummer 2? Danke, ich hatte ziemlich viel Durst. Ja, deswegen hast du 2 bestellt, ne? Na gut, dann Bestellung Nummer 3. Last but not least. Es ist wirklich nur Bestellung Nummer 3, heißt das. Okay, eine Pizzis. Ah, jetzt muss ich erstmal den Teig machen. Also, das dauerte lange. Das kommt in den Ofen. Oh, aber ich will ein Minispiel haben. Ich will die Pizzis in den Ofen packen. Also ja, erstmal so richtig teigig machen und sowas. Ach, das sind Cookies! Ich glaube, der Ofen ist jetzt heiß. Ja, die hast du gar nicht angemacht. Die sind so heiß. Wenn wir an dem Ofen vorbeilaufen, wird der auch heiß. Oh, ich will jetzt auch Cookies. Oh, ich glaube, ich hole mir nachher Cookies. Doch, da habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Oh, so richtig leckere Schokokookies. Oh, da habe ich voll Bock drauf. Dann werde ich fett. Werde ich heute halt fett. Ist gut. Ich spiele ja nur ein Spiel, wo alle aussehen, als hätten sie, keine Ahnung, die Schönheit mit Löffeln gegessen. Da habe ich eh keine Komplexe. Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. So, isst du deine Cookies? Du wirst wahrscheinlich eh nicht dick davon. Ist klar. Hier, direkt aus meiner Bauchtasche. Cool, vielen Dank, Ruby. Na dann, beende den Arbeitstag. Wie machen wir das? Sprich mit Kia hart, um den Arbeitstag zu beenden. Aber falls noch jemand kommt, nur weil ich 3 Bestellungen gemacht habe, heißt es noch lange nicht, dass ich gehen darf, oder? Achso, warte mal, gibt's hier eigentlich noch... Eins muss ich nochmal prüfen. Gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln? Sammelsachen habe ich jetzt gerade gar nicht gefunden hier, ne? Ja, machen wir später zur Not. Ach hier, doch, hier, siehst du, direkt nebendran. So, jetzt rede ich mit ihr. Das ist Nicki Minaj. Gut gemacht. Wie war dein Tag? Naja, er war okay. Was ist los? Ich glaube, ich war weder eine gute Bedienung noch eine gute Freundin. Ich habe vorhin vergessen, Poppy ihre Bestellung zu bringen und kurz darauf begannen die anderen Mädels sich zu streiten. Ach, wirklich? Vergesslich zu sein kann jedem passieren. Wenn man viel zu tun hat. Vielleicht ist der Streit der Grund, warum Poppy so niedergeschlagen wirkte, als sie vorhin wegging. Was? Sie war niedergeschlagen? Oh ja, ich fand es schon seltsam. Sie ist immer so fröhlich. Ich glaube, sie war nur ein wenig enttäuscht. Ich muss was erledigen. Ja, erstmal auch schön kacken. Also gut, ich mach besser mit der Arbeit weiter. Hoffentlich wird alles besser. Was für Arbeit? Ich hab doch die ganze Arbeit gemacht. Alter, wo trägt die ihre Hose? Ich sitze ja direkt unterm Busen. Hast du es gesehen? Das sind die neuen Trends heutzutage. Ich muss dringend was für Poppy tun. Aber was nur? Ich weiß was. Ich könnte ihren DJ-Tisch individualisieren. Sie beschwert sich immer darüber, dass er nicht die perfekte Farbe hat.
Ich gehe in den Music Engineering Kurs und sehe mal, was ich machen kann. Also, wenn bei mir jemand einfach meinen Tisch anmalt, ich glaube, da wäre ich ein bisschen sauer. Guck das mal an. Die Hose, die sitzt da oben. Ist vielleicht eine andere Art von BH, weißt du? Vielleicht hat sie die Hose absichtlich so weit hoch gemacht, damit eben die Brüste so ein bisschen nach oben gedrückt werden, um so einen Push-Effekt zu geben. Hey, das ist voll intelligent. Also, Nicki Minaj, das hast du wirklich, ne? Du hast es wirklich raus, ne? Und wir sind schon wieder am Ende des Parts, Leute. Wie Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal bei unserer tollen Rainbow High wieder dabei. Und, genau. Danke für Bewertungen und Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei allen möglichen Menschen entschuldigen und rausfinden, was die neuesten Modetrends sind. Und vielleicht auch mal ein Lütchen trennen. Bis zum nächsten Mal.